Sie gehören einfach dazu, zur Apropos Pferd und zum Springturnier hier in der Arena Nova, die kleinen Pferde mit dem großen Herz. Die Ponytour hat natürlich auch 2016 zur Jubiläumsausgabe wieder ihren Platz. Und ich weiß ja nicht, ob man das in Anwesenheit einer charmanten, aber doch wirklich jungen Dame sagen darf. Gehört haben wir es im Publikum jetzt ein paar Mal, bist du deppert. Was für ein Ritt. Lena Binder als Siegerin heute in der Ponytour. Fehlerfrei und wahnsinnig schnell. Und das, wo aber eigentlich klar war, es ist nicht so leicht. Eine einzige war vor dir fehlerfrei. War das vom Trainer und Papa auch die Ansage, heute trotzdem schnell reiten? Naja, eigentlich war es so einfach, null zu reiten und morgen im Stechen Gas zu geben. Du bist ganz schön frech. Es waren nur 2-0, trotzdem sagst du, es war einfach. Da müssen wir über Donduro sprechen, über das Pony, mit dem du unterwegs warst. Wie oft reitest du den? Wo seid ihr überhaupt zu Hause? Wir sind in der Nähe von Thulen, das ist also in Mariaponsee, und ich reite ihn jeden Tag. Was ist denn das so für einer, der Donduro? Weil man sagt ja auch manchmal, Ponys sind eigentlich auch oft recht frech. Ja, also er ist nicht der Bravste. Beim Galoppwechsel buckelt er und ja, wenn er keine Lust hat, dann macht er nichts. Eigentlich sehr vernünftig, so würde ich es auch gerne machen. Schade, dass das nicht immer geht. Du reitest aber nicht nur Pony, du bist auch mit großen Pferden unterwegs und auch da super erfolgreich. Ja. Was war denn so ein Highlight heuer? Die Turniersaison geht ja langsam zu Ende. Was hat denn am meisten Spaß gemacht? Der Happy Horse Cup hat sehr Spaß gemacht und die Staatsmeisterschaft. Da hättest du jetzt auch noch dazu sagen können, dass natürlich das Turnier in der Arena Nova ganz, ganz viel Spaß macht. Ja, sehr sogar. Na, ist schon was Besonderes, oder? Wenn man da in die Halle hereinkommt, ganz, ganz viel Publikum da. Es ist auch nach der langen Saison draußen alles sehr, sehr eng. Du warst ein bisschen nervös jetzt auch vor dem Interview. Was überwiegt da? Bist du mehr nervös? Freust du dich mehr? Macht das mehr Spaß? Ja, also am Anfang des Interviews bin ich sehr nervös, aber dann macht es sehr Spaß. Und das Reiten hoffentlich auch. Morgen geht es ja dann noch ins Finale mit Stechen. Da muss man es ganz anders angehen. Ne? Da muss man erst einmal im Grundparcours auf jeden Fall fehlerfrei bleiben. Ja, sehr. Glaubst du, wir sehen uns morgen wieder? Ich hoffe. Ich hoffe es auch, du bist eine Nette. Ja, die Lena Binder. Und während wir hier geplaudert haben, wird ja hinten schon wieder aufgebaut. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie dieses Interview jetzt sehr bald gesehen haben, gehen Sie gleich rüber in Livestream oder kommen Sie überhaupt her in die Arena Nova zur großen Tour mit ganz, ganz großen Namen. Willst du noch ein bisschen zuschauen heute? Ja, auf jeden Fall.